Hey du! Ja du, kennst du Pi-Meditation? Komm, ich zeig's dir. Guten Tag. Was ist Pi-Meditation? Ja, Pi-Meditation. In der Pi-Meditation geht es um die Streitschlichtung und zwar unter Gleichaltrigen. Schüler helfen den Jüngeren, einen Konflikt zu lösen. Wie kamen Sie auf die Idee, Pi-Meditation einzuführen? Es war so, dass ich in meiner zweiten Schule Mediation-Seminare besucht habe und die Idee kam dann auch, dass wir das hier an der HLW 10 einführen, denn ich finde, das ist wirklich wichtig für uns hier in der Schule. Es ist ein Teil der Gewaltprävention. Die Schüler und die Lehrer sollen besser miteinander kommunizieren, wenn Konflikte auftauchen, damit man aufmerksam wird und versucht, diese auch zu lösen. Den Peer-Mediatorinnen wird somit mehr Eigenverantwortung übertragen. Es werden soziale Kompetenzen vermittelt, Toleranz, Empathie und Konfliktfähigkeit werden gefördert. Weißt du jetzt, was Peer-Meditation ist? Willst du auch wissen, was die Schüler darüber denken? Okay, komm, ich zeig's dir. Was macht ihr in der Peer-Mediation? Im Rahmen des Unterrichts lernen wir, wie wir untereinander Streite schlichten können und gemeinsam dann zu einer Lösung kommen. Und wir lernen ebenfalls, wie man in einer Klasse dafür sorgt, dass ein angenehmes Klassenklima herrscht. Was haltest du vom Konzept der Peer-Mediation? Ich finde grundsätzlich, dass es eine gute Idee ist, da es für einen Schüler auch angenehmer ist, bei einem Problem zu einem anderen Gleichaltrigen zu gehen, als zu einem Erwachsenen. Und deswegen finde ich das Konzept sehr gut. Hey du! Meldest dich jetzt bei der Peer-Mediation an?